Hi Leute, weiter geht's mit dem China-Abschnitt von Tomb Raider 2 Remastered in diesem absoluten Highlight-Level, die schwimmenden Inseln. Hier sehen wir diese schönen Spieße. Das ist aber nicht alles, was es in diesem Level zu sehen gibt. Das Level ist der absolute Hammer geworden. Wirklich ein absolutes Highlight. Ihr seht es in diesem Raum. Diese schönen Flammentexturen, die hier so hochfliegen. Wahnsinn. Dann hier, wie die Statuen angeleuchtet sind, erstrahlen. Das Jade, die Statuen, die Texturen, die Gravuren, um den Reim noch zu vollenden. Es ist einfach herrlich. Draußen vor allem der Mond in dem Nachthimmel mit den Wolken. Überall Bäume mit Kirschblüten. Atmosphärischer kann ein Level wirklich nicht mehr sein, finde ich. Das ist so schön und ich freue mich da echt darauf, jetzt nochmal eine Folge mit euch in diesem schönen Level hier zu verbringen. Die Frage ist nur, wie es hier weitergeht. Da sind wir das letzte Mal ein bisschen hängen geblieben. Nochmal kurz einen Überblick verschaffen. Also hier waren wir das letzte Mal schon reingesprungen. Da sieht man nochmal diese geilen Feuertexturen. Ja, Hebel haben wir gezogen, weil ich glaube, in dem Raum müssen wir gar nichts mehr machen. Da sind wir eigentlich ziemlich durch mit. Ach so, wir haben... Ah, ja, wir haben doch das letzte Mal diese Tür hier. Ah ja, genau. Ja, perfekt. Wir haben nämlich das hier hochgefahren. Das heißt, wir kommen jetzt einen Stockwerk höher. Und ja, genau, dann müssen wir dann da rein. Und das ist die Stelle, wo wir gerade die Folge begonnen haben, genau. Die Hangelstrecke und dem Hebel. Die Hangelstrecke brauchen wir eigentlich gar nicht. Da, wo unten die Spieße sind. Ja, genau, jetzt haben wir nämlich dieses Tor aufgemacht. Das heißt, wir kommen auch direkt darüber, wo ich hin will. Klingt aber gefährlich. Ja, Leute, und diese Stelle war tatsächlich schon ein Ort, der in dem Trailer für das Remaster schon drin war. In der Ankündigung. Da hat es schon so schön Smaragdgrün, wollte ich wieder sagen. Aber nein, es ist Jadegrün geleuchtet. Ich glaube, die haben hier wirklich nochmal einen draufgesetzt, weil so krass hat es, glaube ich, damals im Trailer noch gar nicht ausgesehen. Ja, richtig schöner Ort auf jeden Fall. Da müssen wir dann irgendwann mal runter. Ich glaube, das wird auch richtig kriminell da unten, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und auch diese Türen hier, ne? Wow. Und die Krieger natürlich haben wir uns auch schon angeschaut. Aber guckt euch mal diese Tür an. Da muss ich auch mal gerade eine Fackel für entzünden, um das ins Licht zu rücken. Im wahrsten Sinne. Das ist einfach... Das muss man einfach nicht, in Worte fassen. Das ist einfach so offensichtlich, was hier raus geworden ist. Was die auch für Gesichtszüge haben, diese Jadekrieger. Wahnsinn. Ja, dann gehen wir diese schöne Stelle mal runter. Da habe ich mich seit dem Trailer von einem Jahr schon drauf gefreut. Jetzt sind wir endlich hier, Leute. Wow. Und hier sind ganz, ganz, ganz viele Gegner. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie man hier am besten anfängt. Ja, die verlieren dann wahrscheinlich auch die ganzen Gegenstände, die uns noch fehlen. Oh, ich will jetzt das hier noch nicht hochmachen, weil dann haben wir einen Haufen Gegner auf einmal. Wir haben Batolis, Leute, und wir haben Jadekrieger. Und die müssen wir alle irgendwie unter einen Hut kriegen. Und vor allem besiegen. Macht man das am besten von hier oben? Ja. Aber der trifft uns auch, ne? Ja. Aber den machen wir trotzdem jetzt. Den einen haben wir schon mal. Nee, ich glaube, da brauchen wir wirklich den Granatwerfer jetzt für. Weil wenn wir hier runter gehen, lösen wir auch alles aus. Da können wir auch drinnen das Gitter hochmachen. Aber wir können vielleicht nochmal so ein paar Batuli-Leute anlocken. Ja. So, es geht halt auch besser mit weniger Lebensverlust. Aber das ist mir ja egal, wie ihr wisst. Okay, wir müssen, glaube ich, hier das Gitter hochmachen. Ja, also ich spiele ja auch dann hinterher nochmal auf der Switch. Und meine persönliche Challenge ist nicht nur alle Gegenstände, das habe ich ja schon mal erzählt, auf der Switch, genau, auf der Switch zu sammeln, sondern auch wirklich so wenig VD-Packs wie möglich und so zu verbrauchen. Also das ist meine private Challenge, die ich aber jetzt hier im Spiel, im Let's Play, nicht machen will.
Ich finde, das stört dann den Spielfluss auch so ein bisschen, wenn man ständig alles neu machen muss, weil man ein bisschen Leben verloren hat. Das ist mir einfach nicht wert. So, es ist auch nicht wert, hier jetzt viel drum rum zu reden um Brei, weil jetzt wird's ernst. Oh, 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 oh. No, 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 no. Medipack. Boah, 3 wieder an der Zahl. Gut, dass wir den Granatwerfer haben, ey. Der ist wirklich Gold wert. Oder hier in diesem Level Jade wert. Weil ich glaube, Jade ist ja noch mehr wert als Gold, ne? Jetzt will ich mir gerade mal den Granatwerfer nochmal sparen, weil der braucht, glaube ich, nicht mehr viel. Ja, einen Schuss hat er noch gebraucht. So, das haben wir, Leute. War doch gar nicht so wild, ging doch. Können da noch echt mal die Uzzis nehmen, weil, boah, 2600 Schuss. Wahnsinn, das ist echt viel. So, die verlieren jetzt, glaube ich, alle so doppelte Sachen. Wir nehmen jetzt auch mal eine Fackel, dass wir dunkle Ecken nochmal ausleuchten. Also ich meine, jetzt sind wir so am Ende. Jetzt können wir aber die letzten 6 Fackeln dann nochmal sinnvoll nutzen. So, da müssen wir dann lang. Da steht nochmal so ein Bartoli-Typ. Mafiosi. Die laufen wir jetzt aber alle erstmal ab, weil die haben ja alle auch irgendwas hinterlassen. Aha. Und ne, wie die auch diese Messer einstecken haben. Echt cool, diese Messerwerfer. Ne? War das im Original auch schon so? Wahrscheinlich schon so ange... Ja, das hatten die auch schon. Cool aus. Sehr, sehr cool. Den kann man schon mal ziehen. Ah, da machen wir oben die Tür auf. Das ist jetzt noch nicht wild. Aber 2 Mafiosis müssen noch hier rumliegen, von denen wir noch Sachen haben wollen. Das sind beide hier an dieser Stelle sogar. Aha. Oh ja, der hat sogar noch ein Medipack. Der hat auch noch ein Medipack. Aha. Munition, alles, was wir brauchen. Jetzt kriegen wir sowieso alles im Überfluss. Von daher brauchen wir jetzt nicht mehr sparen. Ist hier noch ein Hebel hinter? Boah, die Blitze. Habt ihr die Blitze gerade gesehen? Das ist ja auch cool. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Gut, dass wir es jetzt gerade nochmal gesehen haben. Hier ist die Uzi jetzt auch mal nicht schlecht, weil wir gerade hier schön gelenkig sind dabei. Und haben sogar mehr Schuss als vorher, weil wir gerade so viel Munition gefunden haben. Ja, cool. Jetzt kommt gleich nochmal so ein Bartoli-Heini. Ich finde, den kann man auch sprengen. Das hat er verdient. Ist einfach so. Der stand doch gerade noch hier. Wie er gerade einfach so die Arme verschränkt hat. Ich bin dann doch ein bisschen sparsam jetzt gerade. Weil ich denke immer, die brauchen nicht mehr so viel. Und eine Granate ist ja schon wirklich viel wert. Brauchen wir auch im nächsten Level noch. Also Granaten will ich gerade schon nochmal ein bisschen aufsparen. Weil die werden im nächsten Level echt nochmal wichtig. Obwohl man es auch alles mit Uzi so und so machen kann. Und man findet hier sogar auch nochmal Granaten. Also alles gut. Doppelpack. Na dann. Dann ist doch alles gut. Jo. Da oben kommen jetzt aber wieder Krieger, glaube ich. Geht das von alleine jetzt auf? Ah ne, hier ist noch ein Hebel. Aber das speichern wir jetzt vorher mal, weil wenn wieder Krieger kommen, wird's unlustig. Kann aber die M16-Nummer nehmen. Nein, keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Das wäre jetzt doch nochmal Granatwerfer. Ja, das war nix. Ja. Obwohl. Kommen wir jetzt auch hier runter, oder? Ja. Gar nicht dumm. Ja, geht doch. Haben wir jetzt viele Waffen hier eingesetzt. Vor allem in der Folge hatten wir, glaube ich, fast alle Waffen. Bis auf die Automatik und die Harpune natürlich. Achso, hat der jetzt noch was gehabt? Aber das hatten wir schon aufgehoben, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Unterbewusst wahrscheinlich. Oder er hat tatsächlich gar nichts. Doch, der hat Sachen gehabt. Egal. Wollte jetzt einfach die Waffe mal benutzt haben. Die haben wir auch benutzt. Mehr oder weniger. Pistolen. So. War gerade richtig dumm, aber why not? Oh.
Das sieht auch geil. Boah, ist das schick. Alter. Sieht das schön aus. Wow. Oh, die haben so einen rausgehauen in dem Level. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Geil, ey. Das ist einfach so, so schön alles. Und jetzt noch die Höhenmusik, die Leitermusik. Schönes Finale dafür. Doppeltot. Aber da drin muss man auch mal gestorben sein. Wenn das so geil aussieht, dann muss das auch mal Laras Sterbebett gewesen sein müssen. Genießen wir noch mal die Musik. Kommen zur Ruhe, bevor das stressige Finale des Spiels auf uns wartet. Ich glaube, hier ist sogar angezeichnet, wo man springen soll von hier. Ja. So, dann speichern wir mal. Yep. Und dann können wir eigentlich wieder so diese Hin- und Hersprünge machen von den Rampen. Und dann müssten wir eigentlich gut oben ankommen. Ah ja, hier sind wieder diese Tassen, nenne ich sie ja immer. So. Ach, der hat jetzt nur 2 Schuss gebraucht. Da haben wir wirklich mal daneben geknallt. 7 haben wir noch. Werden wir brauchen. Oh Gott, jetzt stehen wir gerade richtig ungünstig. Muss da unbedingt die Munition liegen. Aber ich glaube, wir brauchen kein Medipack mehr nehmen, weil das Level ist nämlich hier bald rum. Da kommt gar nicht mehr so viel. Müssen wir nur erstmal gucken, was wir noch finden können. Es gibt auf jeden Fall noch ein Secret zu finden. Das ist auf der Seite. Da können wir gleich mal lang gehen. Das sieht auch wieder cool aus. Will auf jeden Fall aber diese Seite ja gerade auch nochmal ablaufen. Boah, guckt euch das an. Man verliert auch kein Leben da drin. Lara kann da einfach ein bisschen chillen. Das ist gar kein Problem. Macht ja nichts, ne? Lara ist wahrscheinlich auch so entzückt von der Schönheit, dass ihr das scheißegal ist, dass sie in Flammen aufgeht. Da merkt sie es wahrscheinlich nicht mal. Vor lauter Entzücken. Aber ne, wie das hier so hochlodert. Und so wegdriftet da hoch. Das ist einfach wirklich nochmal ein Blick wert, sich das nochmal anzuschauen, wie schön das gemacht ist an der Stelle. Wirklich Hut ab von den Designern, was die hier aus diesem Level gemacht haben. Der absolute Wahnsinn. Hier haben wir noch einen Block. Den brauchen wir, glaube ich, um dann die Seilbahn nutzen zu können. Wenn ich mich richtig erinnere. Gehen wir mal von der anderen Seite, weil wir dürfen jetzt nicht mehr unnötig Leben verlieren, weil wir nicht mehr viel haben. Ende sind wir dann doch nochmal tot hier. Das wollen wir ja nicht. Und das ist auch ein schönes Detail, war aber in Tomb Raider 2 schon so, dass diese Teller, die Tassen, dann hier so in diesem Block landen. Nur diesen Funkeffekt. Den gab es damals sogar auch schon. Ist halt jetzt natürlich viel schöner. Aber krass, dass es den damals auch schon gab. Ja, wir könnten jetzt darüber das Level verlassen und so weiter und so fort. Aber... nein. Wir holen noch ein Secret, weil eins fehlt noch. Das müssen wir nämlich hier abholen. Müssen nur mal überlegen. Ich glaube, hier runter muss man irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ja, da müssen wir einmal hin. Da kann man nämlich stehen. Und dann hier rüber. Wunderbar. Hier können wir uns auch das Feuer nochmal anschauen, wie schön das hier lodert. Wow. Ich habe das Gefühl, es sieht immer schöner aus.
Ich glaube auch, dass das in einem Update bestimmt nochmal verfeinert und verschönert wurde. Kann ich mir wirklich vorstellen. Das war ja aber Tomb Raider 1 auch so, dass sie die Lava mit den Updates nochmal so ein bisschen gepusht haben. So, es werde Licht. Und das Secret vergessen wir damit nicht, denn das befindet sich hier ganz in der Nähe. Ich spüre es schon. Oh ja, da geht's zum Secret. Yay. Und da finden wir jetzt ganz viele Sachen drunter, glaube ich. Aha. Ja. China-Kodex. Sammle alle Geheimnisse in den Levels. Die chinesische Mauer. Und jetzt sind wir auch ausgerüstet mit Granaten für das letzte Final-Level. Ist ja gut, dass wir den genutzt haben. Haben jetzt auf jeden Fall genug Munition fürs nächste Level, denke ich mal. Und können jetzt einfach auch den Blick hier nochmal schweifen lassen zum Schluss. Uns von diesem schönen Level verabschieden vor allem. Ich finde, dafür können wir auch noch einmal hier über die Barrikaden gehen. Weil man den Mond von hier einfach nochmal schöner sieht. Und auch hier die Tür, ne? Wow, seht ihr dieses Drachengesicht? Das ist so fein. Im Gegensatz zu früher einfach, ne? Wow, wow, wow. Also das ist das allerschönste Level, was ich im Remaster bisher gesehen habe, mit Abstand. Habe ich auch von vielen von euch schon gehört. Ich bestätige es an dieser Stelle einfach nochmal. Es ist der absolute Oberknaller geworden. Guckt es euch an. Ein letztes Mal, bevor wir dieses schöne Level ein für alle Mal für immer verlassen. Hier vielleicht nochmal zurück. Sind wir hergekommen. Ganz hinten der Tempel des Xian, von dem wir gekommen sind. Jetzt haben wir die schwimmenden Inseln. So gut wie hinter uns. Wir müssen jetzt die Seilbahn noch nehmen. In das Finallevel, den Hort des Drachen übergehen. Was wir dann beim nächsten Mal spielen werden. Ich wollte einfach das nochmal aufsaugen, weil es so schön ist. Mir die Zeit nochmal nehmen, das anzuschauen. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Secret haben. Damit auch alle Gegenstände sogar in diesem schönen Level gefunden. Das freut mich besonders. Und dann können wir das ja besten Gewissens auch verlassen. Schön. Also, zurück mit uns. Hier geht's den Gang lang. So, darüber. Und da rein. Da ist sogar so ein... Ah ne, da sind wir Quatsch, da sind wir ja gerade hergekommen. Aber wie kommt man jetzt am besten wieder hoch? Wie war das nochmal gedacht? Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo drauf stehen können. Na, toll. Also da drin nicht, aber... Ja, auch da muss man mal drin gestorben sein, weil es einfach so schön ist. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zurückkommen und an die Seilbahn gelangen. Das ist das einzige Ziel, das wir jetzt noch haben. Von hier vielleicht sogar besser irgendwie? Kann man da vielleicht drauf stehen oder... Wir probieren jetzt mal. Ach nee, ich habe eine Idee. Wenn wir nämlich jetzt hier dran springen, kommen wir vielleicht mit einer Rückwärtsrolle wieder da hoch. Jawohl, so geht's doch. Lara, es tut mir leid, aber ich finde es einfach zu geil. Deswegen musst du jetzt büßen. Spür das Fegefeuer, Lara. Merkst dir schon mal. Es wird dich über dein Lebensende hinaus höchstwahrscheinlich begleiten. Weil du einfach eine Sau bist. Obwohl, manchmal ist sie ja auch gut. Vielleicht wird dir das ja auch angerechnet. Und sie kommt dann doch noch nach einer kleinen Standpauke ins Himmelreich. Also ich würde es Lara auf jeden Fall wünschen. So, jetzt verlassen wir dieses absolute Highlight-Level, die schwimmenden Inseln. Es war so genial. Auf geht's ins Final-Level. Was soll ich dazu nochmal sagen? Die schöne Abschlussstatistik im Jadegrün, wie sich durchs Level auch gezogen hat. Mit Jadedrachen, mit allen Gegenständen, mit allen Secrets. Eine Schnapszahl in der Zeit gebraucht, kann es schöner sein. Wir haben auch wirklich sehr wenig daneben geschossen, sehe ich gerade. Echt gut.
Ja, war ein richtig geiles Level. So mega. Ich hab's oft genug gesagt, ich muss das nicht mehr zusammenfassen. Es ist, glaube ich, klar, ihr wisst alle, ich fand's toll. Schreibt's gerne in die Kommentare, falls ihr es nicht getan habt, ob ihr es auch so genial fandet. Das war wirklich ein absolutes Highlight. Sehr, sehr genial. Und jetzt freuen wir uns alle auf das kommende Finale in der nächsten Folge im Hort des Drachen, Leute. Das wird krass. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann, ciao.